So, einen wunderschönen guten Abend hier bei Podcast von Sven Heidenreich. Hier sind wir mal wieder, ja, hab die Telefone wieder alle auf stumm geschaltet, denn ich möchte noch eine Folge aufnehmen. Es ist jetzt, ja, wie spät haben wir es? 19:39 Uhr und ich nehme noch eine Folge auf, diesmal mal wieder mit dem Showmotiv MV88. Ja, Bässe sind drin, Höhen sind einmal drin und der Rest ist runtergedreht. Und ja, Limiter, Kompressor habe ich nicht drin. Das heißt, die Aufnahme ist etwas leiser, aber egal. Genau, schon schöner Satz, aber egal. Genau, denn ich habe eine Aufnahme gehört von früher und habe, ja, und fand die Aufnahme irgendwie gut und dachte so, Mensch, so ähnlich möchte ich jetzt auch wieder klingen, denn ich habe ja ein gutes Mikrofon und ja, warum nicht? Genau. Ja, ich werde jetzt auch noch einen Kaffee trinken, wie gesagt. Ja, reicht das noch? Werden wir ja sehen. Ich hoffe es. Ja, also, wie gesagt, ja, ich trinke jetzt noch einen Kaffee, auch wenn ich morgen wieder arbeiten muss, aber mein Gott. Das ist halt so, kann man nicht ändern. Ja, ich habe einfach mal wieder das Showmotiv rausgekramt und habe einfach noch mal in den Einstellungen gewühlt. Ja, und habe die Einstellungen auch wiedergefunden, die einigermaßen klingt. Es gab ja noch diese andere Einstellung mit noch mehr Höhen drin, aber die habe ich jetzt nicht genommen, weil ja, diese hier, glaube ich, ist eigentlich die beste. Die ist etwas leiser, aber wir hoffen mal, dass es nicht übersteuert, dass die Aufnahme einigermaßen wird und trotzdem verständlich ist. Ja, dann werde ich mal Kaffee nehmen. Ja, in der Zeit erreicht man mich nun mal nicht, aber das ist ja auch, sagen wir mal so, besser. Ja? Als wenn wir die Aufnahme stoppen müssen und dann wieder fortsetzen und dann wieder stoppen und dann wieder. Nein. Dann lieber mit demjenigen telefonieren und Zeit haben. So wie vorhin habe ich einen Flo ein bisschen gequatscht. Ja, so ist das halt. Ne? Ich habe nochmal richtig auf den Putz gehauen heute. Ja. Folge 990 übrigens, ja, Folge 990, das heißt, jetzt beginnt der Countdown für die 1000 und ja, das wird wirklich jetzt der Countdown und dann gucken wir mal, wie wir die 1000. Folge dann, naja, viel werde ich da nicht machen, aber zumindest haben wir mal wieder das Showmotiv MV88 ein bisschen ja, ein bisschen regeln, weil ich trinke noch mal einen Kaffee. Ja, genau. Genau. Ja, Markus hat jetzt fast alle Videos oben. Und ich habe auch noch mal die Videos in meine Playlist. Also habe die Playlist von mir, die ich selber mal gemacht habe, auch noch mal ausgefrischt. Das heißt also, ihr findet jetzt bei mir die Playlist Podcast von Sven Heidenreich und ihr findet, Quatsch, Markus Welter Podcast, Podcast von Sven Heidenreich sowieso. Und ihr findet auch Markus Welter Podcast bei ihm selbst und seinem Kanal. Also, genau, also das ist eine wirklich tolle Zusammenarbeit. Und ja, denke mal, mehr können wir nicht machen, als uns gegenseitig unterstützen. Ne? Das ist wirklich. Ja, genau. So ist es. Ja, wie gesagt, Handy ist jetzt auf Flugmodus, mein Telefon ist auf Stumm und steht in der Ladestation. Ja, was noch? Apple Watch ist nicht auf Nichtstören, aber das ist ja auch egal, weil die Apple Watch kann ja ohne das Handy, passiert ja da nichts. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob
Siri jetzt hier läuft. Hallo Siri. Nein, geht natürlich nicht. Klar, geht natürlich nicht, weil ohne mein Handy geht die Watch ja nicht. Ja, genau. So, dann haben wir das jetzt. Die Kaffeetasse steht. Und ich kann mein Handy nehmen und ja. Gut. Ah, ist das schön. Ja, ich wollte nämlich nochmal so eine Aufnahme mit dem Schuh machen, weil ich fand die Einstellung einfach ganz gut um die Höhen und Bässe kommen satt. Und habe ich mir so gedacht, Mensch, das klang doch eigentlich ganz geil. Die Aufnahme, die ich damals gemacht habe, es war irgendwas mit Sven trinkt, ich trinke Kaffee und esse Kuchen oder irgend sowas. Und da habe ich so gedacht, Mensch, genauso möchte ich, dass es wieder klingt. Da habe ich gedacht, gut, mit der Sprachmemo-App und wird es ja wohl klappen. Ja, na dann, zum Wohl. Auf den Sonntagabend. Genau. Ja, mal gucken, wann die Sprachmemo-Folge von Markus kommt. Wie gesagt, ich verfolge das ja. Jetzt natürlich kann ich es nicht verfolgen. Aber gut. Wie gesagt, ich wollte halt diese kleine Folge nochmal ranhängen, um einfach nochmal ja, so einen kleinen Abschluss des Urlaubs zu geben und ja, da wir jetzt, dass wir denn schon in den sogenannten 990ern sind. Deshalb dachte ich, packst du mal wieder das Schuh aus. Es gab ja auch mehrere Updates von der Schuh-App. Ja, also von der Bedienung hat sich nicht viel verändert. Man kann jetzt wieder den Kompressor und den kann man jetzt wieder so ein bisschen auswählen, mit den, also nach, indem man nach oben schiebt. Allerdings klappt das nicht immer. Also die Schuhe-App ist immer noch so ein bisschen, ja, nicht mehr so gut bedienbar wie früher. Früher war das besser, da konnte man ja auch noch den Equalizer bedienen. Das hat sich leider ein bisschen verschlechtert. Aber dadurch, dass ich die ganzen Einstellungen da drin habe und gespeichert habe, und jetzt habe ich die erste Einstellung genommen, und die lasse ich jetzt auch drin, weil die eigentlich am schönsten ist. Also die andere ist auch nicht schlecht mit diesen vielen Höhen, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel und ein bisschen zu kantig, also ein bisschen zu x-lautig. Und deswegen habe ich gedacht, nee, so klingt es doch eigentlich ganz gut. Zumindest über das iPhone. Ja, die ist ein bisschen leiser, aber ich sag mal lieber ein bisschen leiser, als wenn die, als wenn es nachher übersteuert. Ne? Das muss ja auch nicht sein. Ne? Und ich sag mal, sein Gerät lauter machen kann man immer. Ja. Und deswegen mache ich das jetzt so. Ja, denn ich möchte ja das Mikrofon auch mal wieder ein bisschen, ein paar Mal benutzen. Und deshalb ist es gut, wenn man eine Einstellung hat, die man halt immer wieder verwendet, damit man nicht dauernd irgendwie umstellen muss oder so. Und ja. Denn es ist ja immer blöd, wenn man, ja, ist halt ein bisschen umständlich bei dem Schuh. Ne? Also das war früher besser. Früher konnte man innerhalb der App auch wunderbar den Equalizer einstellen, den Kompressor besser einstellen. Limiter geht noch. Ne? Das ist einfach nur ein Umschalter. Aber gut, besser ist auch, wenn man das alles auslässt, weil dann hat man nicht, dann ist das nicht irgendwie verfälscht. Ja, und den Equalizer, den ich hier drin habe, der ist ganz gut. So hat man Bässe, Höhen und dann klingt es einfach einigermaßen satt, sage ich jetzt mal. Ja. Insofern finde ich es gut.
dass das so funktioniert. Ich nehme wie immer die Sprachmemo-App. Aber gut, wenn ich ein Mikrofon dran habe, ist es eigentlich relativ egal, welche App ich nehme, weil es ist ja immer der Klang des Mikrofons. Und von daher, das ist ja das Schöne, dass die Einstellungen sozusagen mitgenommen werden. Gut, bei Recorder HQ könnte man jetzt noch selber aussteuern und bei Alone Dictaphone auch, aber da geht es ja auch nur bis 100% hoch und meistens ist 100% dann, ja, weiß nicht, ob das dann vielleicht sogar zu laut wäre. Ne? Also so haben wir jetzt die Sprachmemo-App, die steuert automatisch aus und ja. Und komischerweise, die wenigsten Leute, die das Shure benutzen, also zumindest bei YouTube oder so, ich habe noch keinen gehört, der mit dem Equalizer groß gespielt hat. Also die meisten nehmen das Mikrofon so, wie es ist. Ja, ist ja auch vollkommen okay. Ne? Ich meine, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Ich finde, wenn man den Equalizer nicht drin hat, kann man auch gute Aufnahmen machen. Aber ja, es ist auch immer die Frage, was man aufnehmen will. Ne? Also ich finde schon, dass die Stimme mit dem Equalizer einfach ein bisschen satter klingt. Aber ich höre es jetzt auch über mein iPhone. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand natürlich das über eine Anlage hört, der sagt natürlich, ne, mach mal lieber die Mikrofon auf neutrale Einstellung, das ist mir zu heftig. Ne? Also das ist immer so eine Sache. Womit höre ich es ab? Und dann kommt auch noch der eigene Geschmack dazu. Ja. Ja, aber es freut mich, dass es mit Markus Welt der Podcast so jetzt geklappt hat, dass er auch alle Videos fast hoch hat und dass ich die auch in meiner Playlist habe. Also ein paar hatte ich ja damals hochgeladen und dann habe ich, als er dann angefangen hat, selbst Videos hochzuladen, habe ich die dann auch in die Playlist gemacht und so habe ich jetzt auch eine Playlist, die heißt aber nur Markus Welt der Podcast, also nicht alle Folgen, sondern nur Markus Welt der Podcast und da habe ich jetzt die Folgen von ihm auch. Das heißt also, ja, ist sozusagen auf zwei Kanälen ist er vertreten. Das finde ich auch okay, weil ja, letztendlich ist es auch egal, wer das hochlädt. Wenn man Playlisten machen kann, dann kann man ja sozusagen, das ist ja sozusagen dann wie eine Verlinkung. Also es ist dann praktisch, ne? Man kann dann einen anderen in die Playlist, da klickt man ja auch den Kanal von ihm an. Das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Und ja, insofern super. Ja. Ja, das ist schon cool. Genau, so. Das als kleine Folge, nochmal mit dem Shure. Und jetzt werde ich die Telefone wieder anmachen. Aber vorher mache ich natürlich aus. Aufzeichnungsblatt. Aufzeichnungsblatt. Anhalten. Dann stoppen wir mal die Aufnahme. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 990, aufgenommen mit der Sprachmemo-App und dem Shure-Motiv MV88. Alle Bässe drin, einmal Höhen drin, dann alles andere runtergedreht. Was noch? Ja, 135 Grad Winkel, also Mikrofonbreite. Ja, dann hört man sich in der nächsten Folge. Ciao, ciao!